Schau, wie... Leute, was geht? Heute schauen wir uns ein Video an, wo 5 YouTuber-Hatern in Real Life begegnet sind. Ich bin auch dabei. Lasst unbedingt ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert so oft es geht euren Epic Games Namen und schickt mir einen Beweis auf Instagram als Screenshot und folgt mir da gerne, denn dann erhöhen sich eure Gewinnchancen auf ein Skin in Fortnite. Ich habe immer noch über 10.000 V-Bucks und dann kann man auch ein paar Runden zusammenspielen. Aber ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Lasst ein Like da und fangen direkt an. Auch wenn YouTuber tausende von Fans haben, hat jeder YouTuber auch ein paar Hater. Meistens begegnet man als YouTuber nur Fans in der Öffentlichkeit, aber es kam auch schon hin und wieder mal vor, dass ein YouTuber einem Hater im echten Leben, also in Real Life zum Beispiel... Das Ding ist, bei mir ist es immer so, viele Leute sind in den Kommentaren oder in meinen Insta-DMs frech, aber bisher sind vielleicht ein, zwei Leute in Real Life frech geworden und das auch nur, weil sie in einer Gruppe waren. Wisst ihr, wie ich meine? So alleine, wenn jemand mir begegnet, ist mir noch nie jemand dumm gekommen. Wirklich noch nie. Beispiel auf der Straße begegnet ist und wie diese darauf reagiert haben, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Möchtest du das Video für morgen auch nicht verpassen, dann abonnier doch direkt schon meinen Kanal. Doch schon, Let's go mit dem heutigen Video. Auf Platz 5 haben wir den YouTuber AvaifHD. Eines Tages wurde seine Mercedes-AMG G-Klasse zerkratzt, die mehr als 100.000 Euro gekostet hat. Ich wünsche sowas wirklich gar keinem. Boah, das ist sehr, sehr nervig. Das ist ja bei anderen YouTubern auch schon passiert, bei Carefreak und so. Aber da muss man sagen, irgendwo ist man selber schuld, weil wenn du das Auto in der Öffentlichkeit zeigst, Leute wissen, dass es dein Auto ist, es gibt sehr, sehr viele Nichtsgönner. Wirklich, das ist schlimm, wie viele Menschen dir etwas nicht gönnen und dann musst du dein Auto halt einfach immer im Parkhaus parken, wo keine Jugendlichen drankommen. Wisst ihr, wie ich meine, so ein Erwachsener würde sowas niemals machen, außer im alkoholisierten Zustand am Abend und so, weißt du? Wenn Leute Alkohol trinken, dann bekommen sie auf einmal die größten Eier, aber das ist eine andere Sache. Weil ich Autos persönlich wirklich liebe. Zum Glück geht es AvaifHD noch gut und sein Auto ist nur bestätigt. Schaut euch mal den Clip an. Ich bin richtig ab gerade, Leute. Wir haben nämlich gerade Sonntag und der Plan war es eigentlich, dass ich jetzt mit meiner Freundin und zwei Kollegen noch in den Schwimmbad fahren wollten, einfach einen chilligen Tag machen. Und dann bin ich halt zu meinem Auto gegangen und habe gesehen, dass mir einfach mein Auto mit einem Schlüssel oder mit einer Münze oder irgendwas zerkratzt hat, Leute. Ich selber bin gestern voll spät nach Hause gekommen, Leute, und habe mein Auto, warum auch immer, auf einer anderen Seite vom Grundstück geparkt. Obwohl ich immer, normalerweise wirklich immer direkt vor der Haustür bei mir parke, habe ich gestern Abend halt mal auf der anderen Seite geparkt. Und halt genau dann zerkratzt mir einer mein Auto, Leute. Ich könnte so... Hier glaubt man das gar nicht. So Leute, ist gerade am Regnen. Ich werde jetzt mal kurz zum Auto gehen und euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Jetzt bin ich gespannt. Boah, stabile G-Klasse, aber ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Das spricht sich herum, wenn man sieht, okay, das Auto gehört einem YouTuber, dann denken sich manche, okay, lass den mal so richtig hochnehmen und das ist halt das Ergebnis dabei. Hey Junge, es sieht halt so hart aus. Das Ding ist, hier ist einer mit Schlüssel richtig tief reingegangen, Leute, ihr seht schon. Man kann das nicht mal eben abkratzen oder so. Miese Zeit. Wahrscheinlich einmal so gemacht und dann noch einmal so eine Runde gedreht. Hier unten geht's noch weiter. Auf Platz 4 haben wir den YouTuber iCrimex. iCrimex ist vor allem bekannt durch seine Autos und durch seine Uhren. Mittlerweile fährt er ja gar kein Mercedes mehr, sondern einen Range Rover und einen Lamborghini. Aber damals fuhr er halt eben noch ein Mercedes AMG und in einem seiner Livestreams hat er eine richtig spannende Geschichte erzählt, wie sein neuer Mercedes AMG von einem verrückten Mädchen beschädigt wurde. Das Ganze ist anscheinend bei einem Shisha-Bar-Besuch passiert und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn das alles nur aus Neid passiert ist. Ich finde so Shisha-Bar, die Ladas sind die besten. Sowas echt uncool und wünsche sowas auch wirklich gar keinem. Es geht darum, dass ich Streit mit drei Frauen hatte. Komm, kommen wir zum Punkt. Also gestern Abend, ihr müsst euch vorstellen, es war so circa 21:30 Uhr. Ich habe das Video, was heute online kam, diesen Deathrun-Challenge mit der lieben Mira Kisa aufgenommen und der Deathrun hat übelst lange gebraucht, voll mit Nerven am Ende und dann dachte ich mir so, ja, ich habe jetzt noch Bock rauszugehen, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, wo gehst du hin? Bin ich hier Masons gegangen. In Köln ist ein Shisha-Café, ja, ich würde mal sagen, so mein Stammcafé, also kenne ich jeden, ne? Ist immer chillig Runde, ist immer jemand da. Dachte ich mir, gehst jetzt abends noch kurz hin, setz dich rein, trinkst was, gönnst dir Pfeife, fertig. Also, wie gesagt, 21:30 Uhr, Aufnahme hier beendet, zähle alles aus, steige mein Auto, fahre los. Okay, also, bin dann in der Straße vor dem Laden und ich dachte mir so, boah, Checkpot. Genau vor dem Laden, genau vor der Tür ist ein Parkplatz. Ich fahre da an und ich sehe da schon eine Gruppe von insgesamt 6 Leuten. Drei Frauen
und drei Typen. Und ich höre schon diese übelste Diskussion, voll die Schreierei, ne? Diese drei Mädels voll am Durchdrehen, heulen, schreien, beleidigen, übelst am Durchdrehen, ne? Richtig so. Und dann schreit da eine rum, schreit's rum, ich verfluche alles, ich verfluche dich. Und ich fahre da gerade so drauf und ich stehe dann so, ich gucke so links, also aus meinem Fenster so links raus. Ich schaue so links aus dem Fenster raus und die steht so genau auf Höhe von mir. Und dann zeigt sie mit dem Finger so auf mich, und sagt so, dich verfluche ich auch und bah, und pöbelt so rum, schreit rum. Ich denke mir so, Alter, was geht denn hier? Ja, die hat, glaube ich, einfach viel zu viel Alk in der Shisha-Bar getrunken und ist nicht mehr drauf klargekommen. Jetzt, aber ich will ja nur chillig meine Pfeife abends rauchen, werde ich hier so angeschrien, ne? Und ich war, ich dachte mir so, Alter, Bruder, ne? So, lass dich nicht mit mir machen. Also, ich mach erstmal Fenster runter. Ja, bei sowas, ich würde einfach immer ignorieren. Ich bin da so ein Mensch, wirklich, ich bin da auch nicht in meinen Stolz oder in mein Ego gekränkt. Ich denke mir einfach nur, es ist Zeitverschwendung mit solchen Menschen, die so wenig IQ haben, zu diskutieren, wisst ihr, wie ich meine? Ich drück erstmal so auf den Knopf, mein Fenster fällt runter, ich gucke die so an und sag so, ey, wie redest du hier mit mir? Schwer, dass du mich verfluchst, komm mal klar. So, in etwas. Hey, iCrimex macht erstmal Ansage, ey. Dann ging es erst richtig los. Dann irgendwie, wie gesagt, es war ja eine Gruppe von 6 Leuten, 3 Mädels. Ja, aber das war dumm von ihm. Ich sag euch, wie es ist, aus rein psychologischer Sicht, das Beste, was er hätte machen können, einfach drüber stehen, einfach besser als die sein und gar nicht drauf eingehen. Dann hätte er sich diesen ganzen Stress erspart. Jetzt, sie hat genau den Film, den sie haben wollte, ihren Stress. Unnötig einfach nur, wisst ihr, wie ich meine? Mädels. Dann kommen ihre 2 Mädels so von links, rechts so dazu, stehen dann 3 Frauen vor meiner Scheibe, die Scheibe war unten, und fangen da an so rumzuschreien. Einmal sehe ich, draußen immer noch Schreierei und so weiter, auf einmal ich sehe, Psycho-Olle, diese Alte, tritt das Schild einfach in die Richtung von meinem Auto und dieses Holzschild fliegt an mein Auto dran. Aber nicht so leicht drangekippt, sondern ist so richtig so drangeflogen. In dem Moment bin ich durchgedreht. Ohne Spaß. Richtig wie im Film. Ich bin durchgedreht. Auf Platz 3 haben wir mal einen amerikanischen YouTuber. Und zwar haben wir hier dieser Clip, Digga. KSI, für alle, die ihn nicht kennen, ihr habt was verpasst. Das ist YouTube-Ikone. Wegen ihm wirklich erst einer der Gründe, wieso ich damals FIFA-Videos angefangen habe zu schauen. Beziehungsweise wieso ich selber Bock auf YouTube bekommen habe. KSI ist ja bekannt für seine Boxkarriere. Und ja, diese stellte er nicht. Bro, er ist bekannt für seine FIFA-Videos, er ist bekannt für seine Musik, für seine Boxkarriere, für seine lustigen Try Not To Love Videos, einfach für alles, Bruder. Du kannst nicht sagen, er ist nur bekannt durch seine Boxvideos. Nur im Ring unter Beweis, denn eines Tages begegnete er mal einem Hater im echten Leben, der ihn versucht hat zu schlagen und das auch das ein oder andere Mal geschafft hat. KSI hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat versucht zurückzuschlagen, was ihm dann sogar auch gelungen ist. Schaut euch wirklich den ganzen Clip an, wenn ihr wissen möchtet, wer gewonnen hat. Oha! Hat der ihn Nocki gehauen? Das scheint auch echt zu sein. Film doch richtig, ja? Film doch richtig, ja? Was macht der? Boah. Look at this dude. Wait till you see the food. No. Nein! MMA-Fighter, Boxer? Nee. Er wollte für Fame sich mit KSI hauen und er hat. Oh mein Gott, wie peinlich. Wie peinlich. Der Typ kann seine Karriere beenden. Fest einfach an der Sippe. Er hat kassiert. Auf Platz 2 haben wir den YouTuber Tanzverbot. Boah, aber ey, krass. Ich hab das gar nicht mitbekommen, wie die sich gefetzt haben, ja? Das hat mir noch niemand gezeigt. Sehr wild.
Wow. Der sollte jedem von euch ein Begriff sein. Denn Tanzverbot ist ein YouTuber, den man entweder mag oder auch nicht. Aus diesem Grund hat Tanzverbot auch richtig viele Hater. Manchmal begegnet er ihnen sogar auf der... Aber ich bin euch ehrlich, ich mag Tanzverbot. Ich finde ihn cool, ich feiere seine Meinung, ich feiere einfach alles an ihm. Also der ist so ehrlich, weißt du, und so bodenständig, das liebe ich. Straße. Mann. In diesem Clip zum Beispiel hat ihn ein Hater beleidigt, als Tanzverbot gerade Auto gefahren ist. Oh, stimmt. Und ja, er wurde echt wütend und ist sogar ausgestiegen. Ich muss sagen, ich fand die Aktion von dem Jungen echt uncool, weil ich Tanzverbot wirklich mag. Tschüss! Gebt euch jetzt. Also er hat ihn wirklich therapiert. Um den kümmern wir uns. Er hat gesagt, Tanzverbot, du Mutter. Wie hast du mich genannt? Dreh dich um! Wie hast du mich genannt? Kennst du mich? Wieso nennst du mich? Boah, schaut den euch an. So ein richtiger Lauch, der auf krass macht. Aua, das sind die schlimmsten, ja. Wieso nennst du mich? Dreh dich um! Sag nicht aus dem Auto, dass ich ein bin. Komm her! Alter, er macht mich gerade überaggressiv. Ich schwöre es dir. Er macht mich übelst aggressiv. Er nennt mich aus dem Auto. Was denkst du denn, der du bist? Schreinisch! Digga, man kann den ernst nehmen, ja? Er sieht aus wie der größte Lauch, das Verbot wird ihn aufessen, ich weiß. Schreinisch! Das Einzige, was er sagen kann, Junge, man merkt richtig Low IQ, er wollte einfach nur auf krass machen. Sprich wie ein normaler Mensch mit mir! Sprich wie ein normaler Mensch mit mir, Alter! Alter, jetzt zitter ich richtig, jetzt bin ich so aggressiv gerade. Ich bin so aggressiv, es tut mir leid, Leute, ich bin so aggressiv. Ich will, dass ihr ihn seht. Ich zitter gerade, ich bin so aggressiv gerade, Leute, ich muss mich gerade doll zusammenreißen. Das sind die Situationen, wo man mir gesagt hat, mach es nicht. Dafür bin ich so groß, der könnte mich. Wenn ich ihn jetzt kaputt boxe, er kann mich. Ja, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark von ihm, dass er das selber so einsieht. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich da unter Kontrolle hätte. Vor allem, wenn er dann so weiter vor mir provoziert und so sagt, schrei nicht und so und sich nicht mal entschuldigt. Und vor allem, dass so ein Lauf ist. Der Öffentlichkeit steht und der sich bei mir Geld holen kann. Er macht mich gerade so aggressiv, Leute. Kann ich nicht. Bruder, gib mir die erste und zweite. Kann ich nicht. Weil Bruder. Du, verklagst du mich und ich muss dir Geld geben. Und das sehe ich nicht ein. Ich geb dir. Halt dein Maul. Ich zeig niemanden an. Komm, wir machen jetzt schon öffentlich. Das ist schon öffentlich, Bruder. Mit deinem 1 vs 1. Vor allem 1 vs 1 und es sind 2. Guck, er macht dein Handy weg und es sind 2. Auf Platz Nummer 1 haben wir den YouTuber Simon. Oh, natürlich sind wir auf Platz Nummer 1, Freunde. Z-Max. Z-Max ist genauso wie Tanzverbot ein YouTuber, der im Vergleich zu anderen YouTubern viele Hater hat. Ich persönlich habe gegen Z-Max gar nichts und möchte in den Kommentaren auch wirklich keine asozialen Kommentare von euch sehen. Haltet! Digga, Timetic, bester Mann, gell? Ich küsse doch dein Herz. Das Video ist ein Jahr alt, er ist trotzdem so ein Ehrenbruder schon damals gewesen, ja? Bester Mann, Alter, aber wir müssen jetzt kurz den Facecam-Modus aktivieren. Aber bin ich links unten, dann bin ich rechts unten. Da bin ich in der Mitte oben. Ihr seht nur meinen Mund. Haha. Nein, wir tun die Facecam jetzt nach rechts oben, weil meine Facecam ist ja immer links oben. Was ich aber noch uncooler finde, ist die Aktion von diesem kleinen Kind da, was Z-Max auf der Straße in München beleidigt hat. Großen Respekt an Z-Max, dass er wirklich so cool reagiert hat. Man kann wirklich halten von ihm. Ich weiß nicht, welcher Clip das ist. Ich bin wirklich gespannt. Was man möchte, aber ich denke, es gäbe den ein oder anderen YouTuber, der diesen kleinen Jungen mal richtig zurück auf den Boden geholt hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. Bro. Ah, dieser Clip, ja, das passiert sehr, sehr oft, dass irgendwelche Leute zu mir kommen, direkt schon Handy in der Hand haben, Bild machen oder direkt filmen. Tendenziell habe ich nichts dagegen, aber so, frag einfach nach Bild oder so, weißt du, das ist respektlos. Das Problem war, ich hatte AirPods in den Ohren. Ich weiß noch ganz genau, da war ich am Marienplatz in München und ich habe eine Chaya zur S-Bahn gebracht, weil ich habe da in der Nähe vom Marienplatz gewohnt in München. Die ganzen Münchner kennen sich aus. Und dann war ich auf dem Weg nach Hause. Und ich habe Musik gehört, ich habe nichts gehört. Auf einmal kommt der Bre von der Seite. Er filmt mich. Ich denke mir so, ja okay. So, ich bin nicht mal stehen geblieben, wisst ihr? Weil ich finde das so respektlos. Dann geht man einfach weiter. So, und dann auf einmal nach ein paar Monaten
mir wird das Video so geschickt von einem Kollegen. Ich denke mir so, ey, yo, muss ich jetzt unbedingt so deine Adresse rausfinden und dich anzeigen? Was ist denn das, ja? Aber im Endeffekt ist ein Kind, ja, was soll ich euch sagen? Der Typ ist wahrscheinlich 13 oder 14, war mit seinen Freunden in der Stadt, wollte sich krass fühlen und hat in dem Moment einfach nur Glück gehabt, dass ich das halt nicht gehört habe. So, weil ansonsten wäre sein Handy geflogen. Ja, diese Aufnahme hätte nicht mehr existiert, sondern andersrum. Schau, wie... Richtig cringe, so richtig cringe, ich hab's nicht mal gehört. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte AirPods in den Ohren. Wie unangenehm so. Einfach nur, keine Ahnung, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich find's einfach nur hart, kindisch, so, muss nicht sein. Im Endeffekt so, wisst ihr, wie ich meine? Aber ist halt noch ein Kind gewesen. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ja, in diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, nehmt mal im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos und vergesst nicht, euren Epic Games Namen zu kommentieren. Ihr seid die Besten und tschüss.